Carolina kann sich freuen. Ihrem Pferd hat Tamme helfen können. Aber wird ihm das auch bei Franziskas Beiß- und schlagwütigem Schimmel gelingen? Also hier haben wir meinen fünfjährigen Hengst. Er ist Kili. Ich habe ihn seit einem Jahr. Im Umgang ist er heftig, versucht die ganze Zeit zu beißen. Sobald ein anderes Pferd in der Nähe ist, verliert er Kontrolle. Und du brauchst drei Leute, die ihn versuchen, da zu kontrollieren. Teils ist es gefährlich. Also wenn du dann plötzlich mal die Zähne so kurz vor dem Gesicht ziehst, dann denkst du auch, uff, Glück gehabt. Aber du weißt halt nicht, wie lange das Glück anhält, bis du dann irgendwann mal das Ohr fehlt. Oder, weil ich meine, ein normaler Biss tut schon weh, aber falls du da irgendwie mal direkt ins Gesicht, dich ins Gesicht greift oder so, das wäre dann nicht mehr so lustig. Jetzt sagst du, dass er gerade frisst, das ist einfach. Normalerweise versucht er die ganze Zeit, das Halfter fest zu halten. Am Halfter zu verbeißen. Hat er nach dem Reiten dicke Eier? Nee. Weil das hier oft vorkommt, wenn die Pferde überhitzen. Also er ist insgesamt ist er sehr, wie sagt man, heiß. Also ich kann, wenn alle Pferde um 6 Uhr abends die Decken draufkriegen, er ist um 8, weil er die ganze Zeit schwitzt. Also er schwitzt den ganzen Tag eigentlich. Wenn du, der deckt jetzt ja, wenn der Sperma fruchtbarer bleiben soll, immer nach der Arbeit 5 Minuten kaltes Wasser. Sprühe am Beutel. Kaltes Wasser. Kaltes Wasser. In anderen Fällen hilft aber nur Narkosemittel. Ja, da das im Umgang leider nicht so einfach ist, jedes Mal, wenn der Hofschmied kommt, versucht er halt auch den Hofschmied anzugreifen. Und leider muss ich dann jedes Mal betäuben, dass solange er dann geschlagen wird, weil sonst bringt er den Hofschmied um. Und das ist, glaube ich, auch nicht das Ideelle, dass das Pferd jede 4, 6 Wochen eine Betäubung braucht, damit man irgendwas mit ihm machen kann. Lasst uns mal mit dem Pferd reden. Tamme weiß, dass es nicht leicht wird, den aggressiven Hengst zur Ruhe zu bringen. Doch er wäre nicht der Knochenbrecher, wenn er es nicht versuchen würde. So, lass ihn mal los. So, alles gesehen. Hinten links hat er ein ganz großes Problem. Der kann ja gar nicht stehen. Er liebt es. Noch ist Kili ruhig, doch plötzlich. So, Anton, sag mir, was ist los mit ihm? Komm. Tamme schlägt auf eine Tüte, um die Nervenstärke des Hengstes zu testen. Tatsächlich, schon leiseste Geräusche lassen Kili ausrasten. Oh. Anton, nicht so dicht die Fresse davor, wenn er ausschlägt. Finger da raus. Sonst sind die Finger weg, wenn er drauf schlägt. Oh. Ans Halfter zurück. Oh. Alto, alto, alto. Ihr dürft hier jetzt nicht herumklunkern, wenn ihr am Halfter geht. Jetzt wäre es nicht ungefährlich. Anton und Tamme bringen sich lieber in Sicherheit. Nur ihr Führer scheint die Ruhe wegzuhaben. Marco, du bist lebensmüde. Dieser kann funken. Dieser kann Elend bringen. Darum macht Anton hinten und ich vorne. Genau. Morgen ist Weihnachten. Hallo? Man hat schon Angst, darf man beim Pferd nicht haben. Hat der Tamme mir immer beigebracht. Einen gesunden, großen Respekt. Angst darf man nicht zeigen. Und auch nicht so leichtsinnig ans Pferd gehen. Und ja, also ich hätte mir das jetzt nicht zugetraut bei dem Pferd. Aber das ist halt die Erfahrung, die Tamme hat, die ich halt noch nicht habe.
wie er mit den Pferden dann umgeht. Und er weiß auch ganz genau, was er da machen muss. Wenn es eine zu große Gefahr ist, macht das, glaube ich, auch nicht. Ja. Stellen wir ihn so hin, dass er gerade steht. Hier irgendwo. Achtung, Achtung. Hey. So. Willst du deinem Pferd nicht lieber eine Trense anmachen? Ich mache eine Kette durch. Kette durch oder irgendwas, du musst dein Pferd halten können. Sehe ich normalerweise, gehen wir mit einer Kette, weil sonst gehe ich spazieren. Geht er spazieren mit mir und ich mit ihm. Franziska befestigt eine sogenannte Führkette am Halfter. Mit ihr kann sie den gefährlichen Hengst sehr viel besser kontrollieren. Trotzdem bleibt die Behandlung ein Risiko. Das muss ich ein bisschen dein Bauchgefühl mit sagen. An einem Pferd, an einem so großen Tier zu arbeiten, das kann ein braves Tier sein und der haut dich tot. So. Er muss Informationen haben, dass er hierher hört und nicht zuppeln. Er wartet auf eine klare Ansage von euch. Hör auf, Stinksack. Ja, knabbeln kann wehtun, ne? Artig. Stopp. Und auf einmal ist auch dieses Ohrendrücken weg. Auf einmal ist alles interessanter wie dieses Knappeln. Die Kette kauen lassen. Und wenn er dann nicht will, ruhig eine geben. Okay. Ordnung. Mhm. Probier du. Insgesamt wird er viel ruhiger jetzt. Merkst du das? Ja. Greif du durch. Und du gewinnst. Ah, Nasi. Das kann ich normalerweise nie machen. Da greift er sofort an. Sobald ich ihn irgendwie anfasse, vorne im Gesicht. Ja. Sei nicht schüchtern mit ihm. Ja. Wenn du dies hast, er wartet darauf, dass er bestraft wird. Und richtig hier, einen vom Schädel klopfen. Und er weiß, es tut nicht weh. Dieses Touchen so, huah. Okay. Du musst wie das Pferd jetzt lernen. Ja. Und dann ist Ruhe. Und wir wollen nicht mehr beißen. Das hast du nicht nötig. Du bist groß und kannst alles ohne. Wenn ich rangehe, hat das Pferd seine Gebärden. Kann sein, dass er sich auf die Zehspitze stellt, hinten so. Und immer, komm doch ihm her, komm doch ihm dicht bei. Und dann, tack, dann sind sie schneller, wie wir wegspringen können. Aber er hat das allen nicht gezeigt. Und darum hatte ich ein Vertrauen dran und bin rangegangen, obwohl sie mir erzählt hat, der Schmied kann nur mit Betäubung. Tamme weiß, ein Tritt kann tödlich sein. Trotzdem will er den Hengst jetzt einrenken. Betäubt ihr den bei allen vier Füßen oder wie macht ihr das? Ja, für alle vier. Muss an meiner Seite stehen, kurz und wenn er frech wird, Parade geben. Okay. Aber richtig eine auf Orgel. Das ist nicht gut, wenn er darüber klappert. Das war das Schlimmste. Der Ostfriese hat den Hengst inzwischen im Griff. Aber was ist mit Franziska? Wenn Tamme wieder weg ist, muss sie alleine mit ihm klarkommen. Hierher. Bein hochnehmen. Hinten. Hinten? Gut.
so ums Pferd gehen. Denken, hast du gut gemacht. Pusten. Gut. Anderes Bein noch nehmen. Okay. Das ist das, was dir sonst Kopfzerbrechen macht. Stimmt das? Stimmt. Und er tut es nicht mehr. Nee. Er will verstanden werden. Er muss eine Herde für sich so in Schuss halten, dass er nicht nur die Stuten befruchtet, sondern auch, dass er die Rivalen wegkriegt. Er muss die Präsenz so zeigen. Das ist leider gefährlich. Aber ihr seht ja, wir haben uns schon längst, eben wie er hier am Gitter war, hat er sich meine Brise schon abgeholt. Er schlug überall und er wird nur mit Betäubung beschlagen. Und jetzt gibt er die Beine. Warum tut er das? Weil er keine Angst mehr hat. Weil ich ihm all das genommen habe, was ihm wehgetan hat. Ja, also es ist, glaube ich, das erste Mal, seit ich ihn habe, dass wir hier 5 Minuten stehen, ohne dass ich die ganze Zeit irgendwie versuche, mich zu schützen vor ihm. Er will eigentlich jetzt gerade überhaupt nichts von mir. Hast ein wunderschönes Pferd, Schätzelein. Danke. Aus einem beißwütigen Nervenbündel ist ein fast normaler Hengst geworden. Tammes Mission in Ecuador ist erfüllt. Jetzt kann der Knochenbrecher beruhigt nach Ostfriesland zurückkehren.